Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zum Recycling Center Simulator. Und wir gehen als allererstes erstmal schlafen. Der Tag ist zu Ende mit Einnahmen von $224 und eine Tagesbilanz von nur noch einer Miese von $43. Nächster Tag. Das ist immer besser. Am Anfang hatten wir noch, ich weiß nicht, 200 Miese oder so. Ja. Ich mach mal hier zu. So, Rocky, morgen. Na, alles fit? Neuer Tag, ein neuer Dollar. Ha. So. Und zwar muss ich jetzt erstmal Schrott besorgen. Hier haben wir sehr viel Papier. Und hier sehr viel Plastik. Das gefällt mir sehr gut. Aber $72 gefällt mir nicht. Wie wäre es mit 60? Na also. Nehme ich. So, Brittany. Was willst du haben? 70. Wie wäre es, wenn ich die 55 Kredenze? Brittany, ja? Ja, wunderbar. Guck mal. Nehme ich. Und weißt du was? Weil es so schön ist, Mitchell, nehme ich deins auch noch. Oh, ich muss. Entschuldigung. Ich muss niesen hier. Wie aus der Pistole geschossen. 82. Gutes Zeichen, wenn ich niesen muss. Dann sind das 65. Mhm. Pass auf. 65. Bombastisch. Sehr gut. Jetzt läuft die Nase. Rocky, ich gehe. Holen, okay? Jo. Ey, steh mal nicht hier, steh mal hier hin, da gibt's ein bisschen was zu gucken. So, wir fahren erstmal dahin. Ist gerade die Karre nicht angesprungen. Kommt manchmal vor, ist ein etwas älterer LKW. So, erstmal einmal hier rum. Hier gibt es nichts und hier gibt es auch nichts. Sehr gut. Ein oller Reifen. Und gilt als gelber Sack. So, Papier. Oh ja, Papier ist gut. Papier ist gut. Ja. Papier ist sehr gut. Dieses große Zeug, das nervt so ein bisschen. Aber auch das muss weg. Gibt's hier noch eine Tür? Nein? Keine Geheimtür? Müllsack ist voll. Hoppala. Hoppala. So, jetzt aber. So, was ist das hier? Klorolle oder was? Farbeimer. So, sieht gut aus. Sieht mir leer aus. Türen gibt's hier keine. Kein Platz für Angestellte. Sehr gut. So. 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 Und ich bin weg. Und zwar hierhin, wo es das Plastik gibt. Wunderbar. Da liegt schon rum. Da ist schon alles voll hier. Sehr gut, sehr gut. So, hier fährt nichts rum. Na. So. Oh, was ist das? Eine Truhe. Oh, Brechstange. Oh, hoffentlich gibt es sowas öfters. Kassen, Truhen, oh Mann. Geiler Scheiß. Ah, schöne Vase. Schöne Fasse. Oh ja. Müllsack voll. So, weg mit dem Zeug. Hey, wo willst du hin? Hier geblieben.
Dann rein da. Naja. Hier, das ganze Plastik hier mal. Na? So. Papier. Oh, diese Kiste, diese Truhe. Oh Mann. Braucht dringend Dietriche und Brechstangen. Aber jetzt brauche ich in erster Linie mal was für die anderen Müllarten zum Verarbeiten. Das ist jetzt erstmal am wichtigsten. Dass ich wenigstens überall Kohle draus machen kann. So, ich glaube, wir sind soweit. Bis auf die Truhe. Ruflevelaufstieg. Dietrich, ah. Ach so, wir konnten es noch gar nicht kaufen, weil wir hatten es noch nicht mal freigeschalten. Das ist natürlich... So, wie sieht's denn aus? LKW ist noch... Ah, da ist noch viel Platz da drin. Ja, guck mal. So, hier ist, glaube ich, bunt gemischt oder viel Metall, ne? So. Huch, eine Pfanne. Und ein Feuerlöscher. Toll, seit dem Niesen ist jetzt hier meine Nase nass von innen. Läuft die Nase. Stück Stuhl. Ih, da liegt ein Stück Stuhl. Jemand hat hier hingestuhlt. So. Na, Müllsack. Voll. So. So. So, dann haben wir hier noch Holz. Wo ist das Holz? Moment mal, ganz kurz. So. Wo ist das Holz? Wo ist das Holz? Holz? Holzi, holzi, Holz. Wo ist mein Holz? Mein Holz. Wo ist mein Holz? Holzi, Holz. Sack ist leer. Ja, Sack ist leer. Ah, da, ein Stückchen Zaun. Ja, 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 ja. So. Rocky, ich komme nach Hause. Guck, was ich mitgebracht habe. Oh, ich habe den LKW voll. Guck mal. Ai, ai, ai. Juhu. Juhu. So. Ach, kein Geld. Kein Geld. Die 500 Stadtkapital waren schon gut. Ich könnte hier natürlich ein tägliche Zahlung 103 Gesamtzahlung. Nee, das ist... Keine gute Idee. Lieber selber machen. Glasscraft Inc. Glasstaub. Cool. Okay, Personal. Richard Lopez. 23 am Tag. Der ist schneller. Aber, nee, im Moment. Sind wir ein Zwei-Mann-Betrieb? Wir haben es noch nicht so dicke, ne? Gut. Upgrades. Wo sind die Dietriche? Aus, Aufrüstung. 300.
Nee. Kann ich nicht machen. Ich brauch, nee, kann ich nicht machen. Da wartet ein riesen Batzen Geld auf mich. Hier. Was wäre denn da, was wäre denn die erste Maschine? Wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, wir haben die 600 beisammen. Laden. Ja, hier, Maschinen. Holz. 600. Oder aber Glas oder Metall für 800. Wie viel Holz haben wir denn? 14. Und 77. Bist du soweit? Ja, wunderbar. Kannst du mir gleich sortieren gehen? Ja, danke. Und wie viel Metall haben wir? Glas 11 und 11. 11 Glas, 11 Metall. 111 Metall schon. Papier, Plastik. Ich kann nicht bis 800 warten. Ich muss Holz machen. Mir fehlen Paletten. So, machen wir erstmal Papier hier. 11 Kilo, wir haben aber 20 Kilo drin. Ach, Blödsinn. 20,8 sogar. Los geht's. So, und hier haben wir 26 Kilo sogar drin. Eigentlich 27. Aber wahrscheinlich geht das nicht. Okay, das ist ein furchtbares Geräusch, wenn beide gleichzeitig diese Geräusche machen. So. Läuft noch. Ich kann so eine Palette aufnehmen. Sehr gut. Und die ist bei 20 von 24. So, haben wir hier jetzt noch? Ja, wir haben hier noch 0,8 drin. Ja. Hat also nicht funktioniert. Ja, und hier haben wir. Weiß ich, warum ist da noch ein. Da ist noch ein Kilo, ist noch hier drin. Ja. Gut. Dann. Huch. Dann gucken wir mal, dass wir das unter die Kundschaft bringen. Ach, ich kann den hier stehen lassen. Huch, nein, der muss mit. Nein, Hilfe. Müssen wir gar nicht so supi-dupi toll hinstellen. Nur wenn wir jetzt sparen würden. Aber ich will ja nicht sparen, ich will ja gleich Vollgas loslegen hier. Gleich weg mit dem Zeug. So. Okay.
Wie viel haben wir jetzt eigentlich hier? 154 Kilo. Boah. Marktplatz. Ich gucke erstmal Verträge, aber wahrscheinlich. Die wollen 48. Halt, Quatsch. Hier, Papier. 36 wollen sie, wir haben 20. Nee. Wäre halt schon viel, aber. Ne. Nee, ich verkaufe das so. 8 Dollar. Isabellas Angebot. Gepresstes Papier. 20. 160 Dollar. Ist schon wenig. Hilft nichts. Hilft nichts. Gepresstes Plastik. 7, 6, ja, 7. Geht auch nicht anders. 26. Naja, jetzt können wir uns wenigstens die Holzmaschine leisten. So. Und da geht sie hin, die Kohle. So, wo hat er sie hingestellt? Okay, wir haben eine neue Maschine. Jetzt können wir auch Holz verarbeiten. Sehr gut. Die wird von hier befüttert. Komme ich da, wenn ich die ganz nah dahin baue, komme ich da dann noch dazwischen? Ja, doch, gerade so. Ja, sehr gut. So, jetzt können wir nämlich hier mal ein bisschen Holz verarbeiten. Da haben wir ja ein bisschen Holz. Haha. Rein damit. Wird reingeschüttet. Sehr gut. Und dieses auch hier. Zack. Auch das rein damit. So, wie viel sind im Lager? Viel. Ich glaube, das ist viel. So, lass sehen. Sägemehlsäcke gibt das. Sehr gut. 101 Kilo. Nein, was? Ich hasse es. Was war's? 100? Und dann 1. Das ist doch kein Sägemehl. Oh, da geht viel drauf. Wir kriegen eine ganze Palette zusammen. Ist ja cool.
okay, da kommt doch schon ganz schön was bei rum. Ballast Recycling. Echt mal gespannt, wie viel wir dafür kriegen. Für zwei fette Paletten. Seht mir. Dieses Ding mit dem grünen Licht gefällt mir wunderbar. Dass der das automatisch hier stapelt. Ist so toll. Boah, okay, wir haben viel von dem Zeug. Krass. Geiler Schlunz. Okay, geh nach Hause. Feierabend. Ich verkaufe hier nur noch kurz die Sägespäne. Denn schon morgen gehe ich wieder Material holen. So. Zwei Paletten voll. Sau cool. Und so. Mal sehen, wer mir das abkauft. Na, wo gehe ich hin? Marktplatz. Obwohl. Ach, das war mein Hocker hier. Am Hocker und am Tisch für die Füße. Ja. Sägemehl. Einmal 48 Stück und einmal 54. Ein Tag übrig. 364. $400, okay? Ja, geil. Passt. Machen wir. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bis der Tag rum ist. 54. Und da können wir die auch noch machen. Naja. 250. Komm schon, 300. Ja, also, Mist, ich muss echt mal mehr machen. Angebot. Ach so, Moment, das hätte ich auch annehmen können. Ja. 48 und 30. Da ist noch übrig. Ist doch schon. Angenommen, Lieferung. Lieferung. Bam. Und können wir noch mehr machen? Speicher 23. Ja. Ne, die verkaufe ich dann lieber so. Für $8 den Sack. Sind auch nochmal 168. 23. Ach so, will nur 21 Stück, ne? Ja, okay. Dann 21. Und dann kriegst du noch 2. So, wunderbar.
Lager ist leer und wir haben 981. Wir können uns die nächste Maschine kaufen. Glas oder Metall? 11 und 11, 6. Rocky, wir schwimmen im Geld. Bald. 100. Okay. 145. Metall. Metall, Metall, Metall. Wo ist er? Da. Jawohl. Oha. Oha, oha. Ich mach mal Taschenlampe an hier. Guck mal an, du. Da kommt da der Metallschredder. Okay, mir geht so langsam der Platz aus. Dann machen wir das anders. Wie weit kann ich denn raus? Darf ich bis hier raus? Ich darf bis hier raus. Okay, das sind aber gute Grenzen hier. Das sind ganz schön. Ja, guter Großteil steht drin, aber ganz schön offene Grenzen, sagen wir es mal so. So, Schreddermaschine Plastik. Und die machen wir jetzt nämlich so rum. Gut, ich muss auch noch dahinter kommen. Wobei, ich kann auch von der Seite reinwerfen. Hier ins Panel komme ich auch noch. Schreddermaschine Holz. Die kann sogar noch weiter rausstehen. Ach so, dann sind sie, aber hier bin ich. Okay, das ist gut. Und Schreddermaschine Metall. So. Palette. 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 Und Palette. Na? Hier so. Ja, bombastisch. Sehr gut. So, kann ich das da rausziehen? Ja, guck mal. Okay, dann rein damit. Und auch den Rest. Oh, und die Folge ist auch schon wieder. Wo ist denn das? Oh, 29 Minuten. So, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier... Oh, shit. Da komme ich gar nicht mehr ran. Wenn wir jetzt hier schreddern, das, meine Freunde, sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder ist. Time to play auf meinem Recycling Center. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.